So, Mahlzeit, ihr Schläfchen, der Knochen wieder hier mit dem zweiten Teil von WoW Classic, auch wieder nachkommentiert. Ich habe ja gesagt, dass erst am Wochenende wir versuchen werden, das zusammen aufzunehmen, also live zu kommentieren, so wie wir das spielen. Muss ich mal gucken, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, weil ich habe das schon länger nicht mehr gemacht, dass ich mit jemand anderen gequatscht habe. Ich habe meistens ja für mich hier kommentiert und dass jemand anderes dabei ist. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gemacht hatten. Auch schon wieder ein paar Monate her. Und dass wir zusammen gespielt haben und zu sehen sind, das ist ja noch ein bisschen länger her. Wie auch immer, auf jeden Fall werde ich da mal gucken, dass wir das machen. Und jetzt werde ich mal eine Zusammenfassung geben, was wir hier gemacht haben. Also wir haben jetzt einfach Goldhain-Tal wollte ich sagen. In Goldhain gequestet und waren dann langsam auf dem Weg zu Westfall. Genau. Sind aber zwischendurch, haben eine Zwischenstation dann in Sturmwind gemacht, weil wir da sowieso hin mussten. Und wir haben den Hogger getroffen. Leider konnte ich nicht aufzeichnen, wie wir ihn umgehauen haben, da die Platte voll war. Ich habe gemerkt, dass das Spiel plötzlich hängt und ich meinte dann noch zu ihr, die Platte ist voll. Ja, sie meint, nee, dein Spiel ist eingefroren, meine ich. Nee, die Platte ist voll, weil ich weiß, dass das Programm weiter aufzeichnen will, das aber gerade nicht hinkriegt. Hätte ich nochmal die Aufnahme gestartet, hätte angefangen, Dateien zu überschreiben. Also habe ich das nicht gemacht und ich hatte nirgendwo anders Platz jetzt, um so große Dateien woanders hinzuschieben. Ich habe 500 GB aufgezeichnet und ich habe auf der Platte, 2 Terabyte, 1 Terabyte sind aber gespeicherte, also ältere Dateien. Die anderen sind noch Videos, die ich noch gar nicht bearbeitet habe und deshalb, ja, hatte ich nur um die 500 GB frei, die dann halt aufgebraucht waren nach über 3 Stunden. Und das war halt auch echt ein bisschen blöd. Leider, wie gesagt, konnte ich nicht zeigen, aber jeder weiß, wie der Hogger aussieht. Jeder weiß, das ist der erste harte, brutale Elite-Mob. Ich glaube, der erste Ram-Mob, Elite-Mob, der überhaupt, mir fällt kein einer rein, der überhaupt verfügbar ist und so. Und ich weiß noch, wie ich dem damals alleine angegriffen habe, beziehungsweise er mich angegriffen hat. Und ich dachte, was ist das denn? Das ist Satan? Das ist der Satan. Mit einem Schlag hat er mich umgehauen. Ich dachte, das ist doch nicht normal. Und dann hat meine damalige Freundin gesagt, ja, da muss man sich eine Gruppe suchen. Ich meine, wie willst du eine Gruppe finden? Und ich war immer so ein bisschen unsozial, sag ich mal so. Ich hatte gar keine Lust hier mit irgendwelchen Leuten da. Haben wir es geschafft. Ich habe gesagt, mach du das mal. Ich komme mit in die Gruppe und du machst das mal, schreib die mal an und dann machen wir das, ne? Und da fällt es natürlich auch gleich mal wieder auf, dass hier einige Leute wirklich wenig Gehirnmasse haben, wenig Denkmasse und die Denkmasse, die sie haben, auch nicht einsetzen. Hier sind wirklich einige unterwegs, die denken, oh, Alpha Elite macht ja nichts, ne? Und denken, die spielen hier Vanilla mit der Technik und Mechanik von aktuellen WoW. Ja. Ich sehe da einen, wirklich mit, weiß ich, was er hat, 200 Leben oder so, ne? Greift den an und mit einem Schlag ist er fast tot. Ja. Rennt dann weg und andere greifen diesen Hogger auch solo an und ich denke mir, sag mal, kriegt ihr nichts mit? Und davon hatten wir einige. Aber das ist noch nicht alles. Wie gesagt, wir haben uns erstmal dann auf den Weg gemacht, haben wir, wie gesagt, in Goldhain die Quest gemacht. Hier am Anfang sieht man gerade noch, wir wollten eigentlich gerade raus und dann fiel mir auf, verdammt, ich muss noch zum Lehrer. Ich wollte Bergbau und so machen. Dann kam der erste Schock für mich. Man kriegt Fähigkeiten. Ich dachte mir so, okay, ich will ja Kohle verdienen, ich kaufe mir das, was ich brauche, weil ursprünglich, wenn man es jetzt wirklich klassisch gehalten hätte, ursprünglich hätte ich eigentlich jetzt Schmied erlernen müssen. wollte ich aber nicht, weil als Schurke kann ich die wenigsten, ich kann mir ein paar Sachen herstellen. Ich habe das auch damals gemacht. Ich war ja oder bin ja immer noch Kampfschurke und habe mir dann auch diese Drachenköpfe, wie hießen die denn? Drachenzorn oder irgendwie so, ja, so eine epischen Dinge habe ich mir dann auch geschmiedet, die man, wenn man die ersten hergestellt hat, kann man die noch mal erweitern, also noch größere Teile draus schmieden. Und die hatte ich dann damals gehabt und so, aber weißt du, wenn ich die Materialien hätte, ich mir die einfach von jemandem herstellen lassen. Später habe ich ja vielleicht auch ein bisschen Knete und kann das vielleicht besser machen. Also dachte ich mir, machst du erstmal nur Farmberufe. Und was ich von komplett vergessen habe, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das, als ich angefangen habe zu spielen, wie gesagt, ich habe im Video davor gesagt, ich habe zu BC angefangen, Anfang 2008, Februar 2008, um genau zu sein. Und ich dachte mir so, ey, mir wird hier nichts angezeigt. Ich meine, ich sehe hier gar nichts. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ja diese Fähigkeiten habe. Ich muss das selbst auswählen, was mir angezeigt werden soll. Entweder die Kräuter oder die Erze. Ja, und dann habe ich erstmal eine Stunde mir die Kräuter anzeigen lassen, dann die Erze. Und ey, teilweise, man ist ja so langsam zu Fuß und dann willst du dahin und dann siehst du, jemand anders ist einfach schneller. Der ist einen Meter früher da. Ne? Und denkst dir, verdammte Axt.
Und klaut den das natürlich. Was heißt klauen? Er ist halt der Erste und hier ist es auch nicht mehr so, hier gibt es ja weder Mob-Sharing noch irgendwie Ressourcen-Sharing. Das heißt, wenn einer das angefummelt hat, dann ist das weg und du selber kannst da auch nichts mehr machen. Und wenn du rangehst, während er noch dabei ist, steht sowieso, ein anderer Spieler beansprucht das bereits. Ne? Ja, Pech gehabt, also habe ich auch nicht sonderlich viel gesammelt. Ich glaube, ich habe in 2 Stunden gar nicht mal jeden Zehnerstapel zusammenbekommen an Kräutern. Ne? Und dann habe ich erst gewechselt auf Erze. Also, das ist natürlich recht witzig. Und witzig ist auch in das Auktionshaus zu gucken. Und da Preise, also wenig im Silberbereich. Ja, meistens 1-2 Silber für irgendwas. Und ich denke mir so, echt? Echt? Das ist halt hier noch die Ökonomie im Werden sozusagen. Hier gibt es ja noch nicht viel. Da eigentlich wenigstens wahrscheinlich überhaupt 10 Gold haben, ja, sind natürlich viele Preise noch im Kupferbereich beziehungsweise im niedrigen Silberbereich. Ich habe wirklich nichts Teures gesehen, habe selber ein paar Sachen reingestellt. Das Teuerste, was ich reingestellt habe, war jetzt für 15 Silber. Das war irgend so ein Stab halt, ne, so ein grüner. Und das war schon echt schräg und so, ne? Also echt schräg, wenn du da reinguckst und eigentlich überall dieselben Artikel siehst. Klar, weil alle dasselbe jetzt reinstellen. Und, also zumindest bei den Rohstoffen. Und dann halt so ein Krempel da siehst, ja, wirklich die Preise lächerlich. Aber ich kann es nachvollziehen, denn es sieht zwar nach wenig aus, aber man hat ja auch wenig. Sie konnte zum Beispiel, also Kaiserin Franzi, hier ist sie ein bisschen anders jetzt, aber es ist Kaiserin Franzi, ihr kennt sie, einige vielleicht kennen die aus älteren Videos, wir haben ja schon oft zusammengespielt gehabt. Ja, sie konnte, eine Sache konnte sie nicht erlernen, ich weiß nicht, eine Fähigkeit konnte sie nicht erlernen, genau. Wir müssen ja auch hier unsere Ränge dann, also für unsere Fähigkeiten brauchen wir auch einen neuen Rang, ne, damit die effektiver werden. Das ist ja hier früher noch so gewesen. Ja, konnte sie irgendwas nicht erlernen. Hätte 10 Silber gekostet. Die 10 Silber hatte sie einfach nicht. Und dann hat noch jemand, das war auch geil. Ey, ich musste lachen. Ich musste die ganze Zeit, fast die ganze Zeit von hier grinsen durch die Gegend. Ne. Bietet da einer an, hier Taschen herzustellen. Leinentaschen, also mit 6 Plätzen. Und alle so, ja Digga, ey, brauche ich und so, ne. Und seine Belohnung war relativ teuer. Er hat die Materialien gefordert. 6 Leinenstoff und 1 Silber. Dachte ich, 1 Silber? Hui. Sie hatte dieses Silber nicht mal mehr. Nee, sie hatte keinen Leinenstoff. Und hat mir dann, genau, die hat mir dann 2 Silber gegeben, was unsinnig war, weil ich eine Tasche ja selber behalten habe. Aber, ja, so ist das. 1 Silber. Und der Typ denkt sich, ey, ich habe heute 15 Silber gemacht. So, als Beispiel, ne. Und denkt sich, pff. Ich bin auf dem Weg. Bald Millionär, ne? Und ich denke mir so, oh, 2 Silber weg, ey, da muss ich ja eine halbe Stunde wieder für irgendwas prügeln, damit ich ein Silber das wieder zusammenkriege und so. Also es ist sehr unterhaltsam, auf jeden Fall. Man ist hier lange damit beschäftigt. Es liegt auch daran, die Charaktere bewegen sich sehr langsam. Man sieht ja auch, wenn ich hier laufe, ich kann ja nicht noch schneller laufen. Es ist sehr langsam und ja, da man nur alles laufen kann, sind halt natürlich die Wege hier und dahin, gerade wenn man eine Folgequest hat, wo man nochmal an dieselbe Stelle muss, wegen irgendwas anderem, ist natürlich alles schon ein bisschen anstrengend. Aber okay, so ist das halt im Spiel hier. Oder so ist das jetzt ein Classic hier wieder. Auch eine schöne Sache. Und ja, wir haben unseren Spaß dran. Was gibt's denn noch so für interessante Sachen? Ach ja, genau. Da fragt ihr mich, wann kann man hier nochmal reiten? Meinte ich, ab Stufe 40. 40? Meint sie, das sind ja noch 8 Monate. Meinte ich, ja, ungefähr, ne? 8 Monate wird es wahrscheinlich noch dauern. Und wie auch jetzt gerade zu sehen ist hier, echt mit der Kohle ist wirklich Hammer gewesen. Ich habe meine, rausgegangen bin ich am Ende, ich habe ja auch Geld ausgegeben und bin am, glaube ich, jetzt mit 20 Silber oder so. Um 20 Silber habe ich jetzt, ne? Und habe auch viele Sachen verkauft. Irgendjemand hat geschrieben, ich habe sogar das Fläschchen Wein verkauft aus der Quest von Sturmwind für 12 Kupfer. Dachte ich, ach witzig, das haben wir nämlich auch. Ja, weil ich mir dachte, anstatt das zu saufen, nehme ich doch lieber die 12 Kupfer. 12 Kupfer ist viel. Denk mir so, wenn ich jetzt dran denke, wie man einfach das Kupfer, jeder Kupfer zählt jetzt hier gerade. Ja, während ich teilweise jetzt aktuell im Spiel irgendwelche grauen Sachen, die irgendwie 6 Gold wert haben, einfach weil sie gerade nicht brauche und meine Tasche voll ist oder so, hau ich einfach im Müll. Ne? Da hole ich mir nicht mal meinen Mount raus, also mein Mammut und verkaufe das doch. Ich hau das einfach raus. Ne? Hier will ich die Finger danach lechzen, da wäre ich der reichste Spieler wahrscheinlich auf diesem Server. Ja. Aber gut. Ja, das war das. Ansonsten. Bisschen schwierig war es, an bestimmten Stellen wieder irgendwas zu bekommen. Da, wo die Gnolle zum Beispiel waren, wo man die Armbinden sammeln muss, wo Horror ist, da war es echt hart. Da waren wir sehr lange mit beschäftigt. Überall mindestens eine Stunde, um überhaupt die Quest fertig zu bekommen. Wie gesagt, dann war ja auch der Horror da, während die ganzen Blödbratzen ja, einzeln da raufgegangen sind und sich haben erschlagen lassen. Und das Blöde ist, einige, die sind auch als Zweiergruppe ran, das habe ich auch gesehen. Und die schaffen den einfach nicht, weil sie denken wahrscheinlich, sie sind sonst wie krass oder so. Aber die haben vergessen, ihr seid ihr einfach, hier ist man nichts. Ja. Hier ist Hardcore-Modi. Ja.
Und gehen dann zu zweit drauf, ja, und dann kommen wieder andere. Und dann ist der Hogger teilweise, ohne dass er auch getötet wird, am Ende 3 Minuten oder so, einfach grau, dass man ihn gar nicht angreifen kann. Ja, bis er wieder an seine Stelle zurückläuft und dann plötzlich natürlich eine Fünfergruppe rangeht. Auch schon gehabt. Naja, wir haben uns jedenfalls ein paar Leute gesucht, haben in der Zeit so ein bisschen gequestet und so. Irgendwann ist er direkt vor mir aufgetaucht. Ich habe den angegriffen und gesagt, Leute, kommt her hier. Ne? Dann waren die auf dem Weg und ja, wir haben es ganz gut geschafft. Ein paar andere haben auch raufgehauen. Ich weiß gar nicht, warum die raufhauen, wenn er für die grau ist. Aber ich glaube, die haben es noch nicht ganz geschnallt oder so. Oder haben einfach aus Jux, damit sie irgendwie beschäftigt sind, das gemacht. Und ja, haben wir den Hogger geholt. War eine nette Gruppe. Wir haben uns alle bedankt. Viel Erfolg noch und haut rein, Leute. Ne? Das war ich so, dachte ich, okay, das ist ein bisschen wie früher. Das ist so auf, ne, so das Verhalten von früher. Ja, da hast du natürlich viele Idioten hier und also... Es ist wirklich so. Man hat ja viele hier, wo ich mir denke, ey, sag mal, ich habe wirklich keinen Verstand, oder? Ich habe wart offensichtlich nicht in der Schule oder wart 10 Jahre drin, habt aber trotzdem nur einen 5. Klasse Abschluss. Also was hier teilweise... Ich achte momentan nicht mehr so auf den Chat, aber hier kommt es mir gerade so vor, als hätte man wirklich viele Blödis wieder hier. Und ich sage das einfach so, genauso wie ich das sehe. Ja, es geht auch nicht darum, um was sie sich unterhalten und die Art und Weise, ja, wie sie auch schreiben und so. Und da war einer, ey, pass auf. Seine Gilde... Ich sag nicht, wie er hieß, aber ich weiß das auch nicht mehr. Die Gilde hat ständig die Werbung gesprengt. Die Gilde Forever Alone. Forever auseinandergeschrieben. Und dachte ich, da, das ist aber ein Wort und das wird doch zusammengeschrieben. Und dann kommt eine, Klugscheißer mag niemand, man, ja, und Heulsusen auch nicht. Ja, und dann sind die anderen aber auf angesprungen, vor allen Dingen, wenn niemand Klugscheißer mag, die anderen haben plötzlich sich auf meine Seite gestellt, haben die auch ein bisschen mit drüber lustig gemacht. Es geht einfach darum, wenn man bestimmte Sachen, man wirbt ja auch. Der hat für eine Gilde geworben, für seine Gilde, die übrigens nicht Forever Alone, sondern Forever Alone, also noch ein Schreibfehler drin. Nicht nur, dass es auseinandergeschrieben ist, sondern noch ein Schreibfehler drin. Und in dem Werbetext, ja, waren auch noch ein Haufen Schreibfehler drin. Und ich denke mir so, ey, weißt du, das ist doch, man will doch Leute anziehen, ja. Wenn alles falsch geschrieben ist oder wie ein Buchstabensuppe aussieht, ja, und jeder schreibt, wie er Bock hat, ja. Wen will man denn da anziehen? Also ich würde auf jeden Fall nicht reingehen, weil sie ganz genau, wenn sich nicht mal die Mühe gibt, ja, für die 3 Sätze, die er da spammt, immer wenigstens ein bisschen auf Rechtschreibung zu achten oder so, ey, dann, weißt du, dann ist das auch nicht mein Ding und ich würde da auch nicht beitreten und so. Ja, da hat man irgendwie so einen Typen, die haben sich irgendwas mit Wigger genannt und ich werde das jetzt nicht aussprechen, aber für die, die es nicht wissen, was ein Wigger ist ein White N... Ne? Das ist eigentlich abfällig, eine abfällige Bezeichnung, normalerweise für ich glaube, rechte, weiße und schwarze Menschen sagen das zu Weißen, die einen auf Hip-Hopper und so machen, ne? Und so ein bisschen auf Gangster, also das so adaptieren, ne? Eine Kultur, die eigentlich nicht deren ist. Das sind eigentlich Wigger. Und ich weiß nicht, warum die das hier so feiern. Und da dachte ich mir so, kann man den Typen nicht einfach... Also ich glaube, ich hätte ihn melden können. Das war aber schon eigentlich... Ich weiß nicht, wie sie brennt. Da haben echt Leute versucht rauszufinden, weil der hat so im Slang geschrieben, ne? Also mit irgendwelchen Sachen, die sich ausgedacht haben. Hier Mula, die Mula getten wollen und so weiter und so fort, ne? Und ich dachte mir, beschäftigt euch doch nicht mit diesen Idioten. Haben ja dann auch später nicht mehr viele. Der hat einfach so gesperrt, der hat keiner mehr. Denn dessen Texte, die dann kamen, irgendwie, die waren ja von anderen Leuten, die irgendwas gesucht haben oder wieso. Den hat ja keiner mehr beachtet. Ist ja auch gut so. Einfach ignorieren diesen Idioten, ne? Und, ja, und ansonsten auch viel dusseliges Gelaber. Und das ist, damit meine ich jetzt nicht, dass hier welche irgendwie ein bisschen Spaß haben und lustige Sachen schreiben, sondern wirklich, also grenzdebil, wirklich grenzdebile Sachen, ja, und natürlich Schreibfehler ohne Ende, aber gut, ja, ich kenne das ja von früher, ich habe versucht immer Leute zu korrigieren und ich mache das auch heute noch, ja, und dann kriege ich natürlich auch dieses Wort hier, Grammatik-Nazi, an den Kopf geschmissen, aber es ist einfach so, mein Gott, ihr habt doch alle ein bisschen schreiben gelernt und dass jetzt hier nicht jeder Punkt- und Kommasetzung so beachtet, aber es geht einfach darum, wie Sachen geschrieben wird, wie oft sehe ich hier, das Wort hier, einfach nicht mit IE geschrieben, sondern hier, Doppel-R oder halt nur H-I-R und so. Das ärgert mich halt ein bisschen. Ja, und das kann ich ja trotzdem. Ich kann doch was dazu sagen. Es ist ja ein freies Land. Ja, und wenn jemand eine scheiß Grammatik hat, ja, und meine ist auch nicht die allerbeste, aber ich hab wirklich, ich schreibe viel und ich weiß ganz genau, wo man wie was einsetzt und natürlich auch, dass wenn man das schreibt, nicht, dass das erste das halt mit Doppel-S geschrieben wird und so weiter und so fort. Ne? Also eine Geschichte, aber wie gesagt, das halt nur nebenbei am Rande. Was wollte ich noch sagen? Ja, Hogger, wie gesagt, irgendwann haben wir den auch geschafft. Und dann mussten wir erstmal wieder zurücklaufen. Und mussten dann noch zu den Murlocs. Und ey, das war wirklich, ja, das war sehr, 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 sehr anstrengend. Das war wirklich anstrengend, weil einige von den Mistviechern verbuggt waren.
Und ich bin da so oft verreckt, oder wir sind so oft verreckt, also gerade in dieser Sitzung, ja, die 3 Stunden, die wir gespielt haben oder so. Ich glaube, ich bin mindestens 20 Mal verreckt und mehrmals auch hintereinander. Ja, das heißt, ich bin gerade auf dem Weg, sie kämpft noch weiter, verreckt in der Zeit, ich wiederbelebe mich, werde auch gleich angegriffen oder greife, weil ich nicht überlege, greife ich auch gleich an und sie ist noch nicht da und ich habe niemanden, der mir gerade hilft. Und man mag es nicht glauben. Wir sind Defias machen mussten, ja, da ist so eine Hütte, da stehen 3 dann drin und die spawnen und rennen auf uns zu. Wir schaffen die nicht. Wir schaffen die nicht, die haben uns massakriert. Und obwohl wir es wussten, dass es härter wird, wir haben das nicht mehr, wir sind es nicht gewohnt, von 3 Poop-Mobs in unserer Stufe oder vielleicht eine höher, einfach so brutal zerhämmert zu werden. Daran muss man sich erstmal gewöhnen, dass hier in Classic natürlich alles ist wie früher. Und ich kann mich erinnern, ich bin früher auch, ich weiß noch, Gnolle in Westfall, ey, wie oft bin ich da verendet, ne? Und wir haben auch zu zweit gespielt, ja. Und hier ist das jetzt auch so, ne? Wir haben teilweise nicht mal 2 Defias geschafft. Oder 2 Murlocs, also es wurde teilweise schon knapp. Weil die sind nicht alle, also wenn die noch unsere Stufe hatten, dann war es noch okay. Aber wenn die dann einer eine Stufe höher hatte, dann sind wir auch verendet, ne? Also ist schon wirklich heftig und wie oft sehe ich hier welche, auch wirklich diese No-Brainer, ne? Ich kann das nicht, die rennen in eine Dreiergruppe rein und werden eigentlich sofort erschlagen. Und dann machen sie das nochmal. Das habe ich nämlich gesehen, als ich hier auf Madame gewartet hatte. Wieder einer, immer diese... Ich komme gar nicht... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja? Der Pulti, man hat gesehen, wie er die pullt. 3, 4 und die hauen ihn kaputt und dann macht er dasselbe nochmal und danach nochmal. Dann sind halt nur noch 3. Ich glaube, der dachte sich so, ja, als kein Ding hier, ne? Sind ja nur Stufe 9 oder? Also wirklich. Ja, und da dachte ich mir, kriegt er nicht mit, dass er keine Fähigkeiten hat, dass er nur vielleicht 3 Stärke hat oder so, 3 Sachen zur Verfügung? Also echt schräg, ja, aber gut. So eine Leute gibt es halt auch und die gibt es in jedem MMO. Ich habe das ja auch in World of Warships und sonst was, ne? Viele wirklich bescheuerte Leute. Ich sag so wirklich, ist Leute mit wenig Verstand. Das sieht man auch nicht nur die Art, was sie schreiben, sondern auch die Art und Weise, wie sie schreiben und so weiter und so fort. Ja, aber so ist halt mit MMOs, da kann halt jeder rein, der halt einen Computer bedienen kann, so halbwegs und ja. Muss man sich mit abfinden. Aber gut, ich werde mich nicht drüber aufregen oder so. Ich versuche ihn einfach zu ignorieren. Auch die 2 Flachpfeifen, die mich dann angeschrieben haben. Ich habe einen ausgelacht, weil er ständig uns... Der hat sich dann hingestellt, wo wir standen, ne? Und das war die Person, die dann irgendwas mit Kind und Arschloch geschrieben hat, ne? Die habe ich gleich gemeldet, ne? Und vor allen Dingen, jetzt ist das Geilste. Jetzt kommt das Geilste. Das habe ich auch den Tag davor schon gehabt. Da schreiben die einen an und ignorieren einen sofort, weil sie Angst haben, was man zurückschreibt. Die wollen bloß nicht lesen, was man zurückschreibt. Man könnte ja wirklich, ich sag mal, geistig werden. Oder geistig zerstören. Ja. Und das ist mir auch schon aufgefallen. Da schreibt mich der eine an, hier mit Arschloch und so, ne? Und ich schreibe zurück, ja, was sein Problem ist. Und dieser Spieler ignoriert euch. Dann der andere mit Assi. Ja, oder Assi. Ja, also auch falsch geschrieben. Schreibt genau dasselbe. Dieser Spieler, also auch, ich schreibe zurück, also dich jetzt gerade im Spiegel gesehen und er schreibt, also ich krieg die Meldung zurück. Dieser Spieler ignoriert euch. Wie auch immer, gibt's halt auch einige. Habt doch wenigstens den Mut und lasst den anderen auch kommen. Wollt ihr euch geistig duellieren? Nee, ihr wisst ganz genau, ich glaube, wer einen sofort ignoriert, der weiß ganz genau, ich bin ja geistig nicht in der Lage, jetzt irgendwas Intellektuelles zu schreiben hier, irgendwie intellektuelle Duelle zu führen. Genau, das wollte ich damit sagen. Die wissen ganz genau, ich bin zu blöd zu allem. Ich schreibe jetzt so, Arschloch! Ne, und gleich ignorieren. Dann kann er nicht zurückschreiben. Und mir nicht wehtun. Und ich muss nicht weinen. Ja, irgendwie sowas. So kommt mir das vor. Wie auch immer. Ja. im Großen und Ganzen, es war gestern schon anstrengend. Man hat sich schon ein bisschen aufgeregt. Ich merke auch, aber das liegt auch wegen Bugs, Sachen, die verbuggt waren. Da prügelt man auf Murloc ein. Und da steht dann verfehlt, entkommen und so weiter und so fort. Man dreht sich um und der greift einen an. Ja. 2 Schläge und man ist fast dezimiert, dann dreht man sich wieder um, greift den an und der wird zurückgesetzt. Oder was wir auch hatten, die Murlocs, diese scheiß Viecher, ja, rennen, wir kämpfen mit denen. Und plötzlich kriegen sie immer wieder Leben dazu, obwohl sie nichts casten. Die kriegen immer wieder Leben dazu und dann rennen sie plötzlich wieder an die Stelle, wo sie vorher waren. Und werden aber sofort wieder von uns getriggert, also, ne, wir ziehen sofort wieder Aggro und die greifen uns wieder an. Während wir noch kein Leben aufgefrischt haben, sind die wieder voll gewesen. Ich dachte mir so, bitte. FNC machen wieder normal, bitte. Ja, also da muss Blizzard wirklich noch hoffentlich auch die Bug-Reports und so auslesen und das dann dementsprechend auch wieder reparieren hier, weil das kann nicht sein, dass man dann 3, 4 Mal denselben Mob angreifen muss, während man immer mehr Leben verliert und der aber jedes Mal erfrischt wieder neu angreift. Ja, das geht einfach überhaupt nicht. Aber gut, da sind halt so Startschwierigkeiten hoppig. Kann natürlich auch sein, dass sie es genauso übernommen haben, wie sie es ursprünglich schon hatten. Das heißt, kann auch sein, dass schon seit 10 Jahren immer derselbe Bug ist. Aber wenn man hier in dem Stufenbereich dann dabei ist, das ist schon ein bisschen schwierig. Aber
Im Großen und Ganzen, worauf ich hinaus wollte. Also, wir sind jetzt auf dem Weg, um nach Westphal, um da unsere Sachen zu erledigen. Wir haben noch für nicht Sturmlanzen, das wäre übrigens Stormpike, was ich an Stormpike Garde. Das stand da. Das stand die Sturmlanzen Garde, sondern irgendwie irgendjemand Wächter von sowas in der Stormpike Garde. Das war unwitzig. Ja. Wie gesagt, wir werden erstmal nach Westphal. Wie gesagt, wir haben noch eine andere Quest nach wo war denn das? Dunmorok oder irgendwie so in diese Richtung, ja. Dunmorok jedenfalls und da müssen wir dann auch noch hin. Das werden wir dann auch tun und ansonsten gibt es ja auch nichts weiter zu erzählen. Es war trotzdem sehr unterhaltsam und jetzt klingelt mein Schluss machen. Bis denn dann. Ciao, ciao. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Ich muss näher ran. Ich hab nicht genug Energie. Ich bin außer Reichweite. Inventar ist voll. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Ich habe nicht genug Energie. Ich kann nicht mehr tragen. Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das ist zu weit entfernt. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Zu weit entfernt. Noch nicht bereit. Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit.
Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich bin... Das ist zu weit entfernt. Nicht genug Energie. Was kann ich für euch tun? Man sieht sich. Seid gegrüßt. Das Licht segne euch. Hallo. Auf dann. Grüße. Siehe den Ehrenfreund. Braucht ihr etwas? Mögen eure Reisen sicher sein. Hallo? Schönen Tag auch. Schönen guten Tag. Mögen die Reisen sicher sein.
Hallo! Auf dann! Schönen guten Tag. Schönen Tag auch. Ich bin außer Reichweite. Kann ich doch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich muss näher ran. Kann ich doch nicht tun. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug. Nicht genug Energie. Ich hab nicht genug Energie. Genug. Ich hab nicht.
kann ich noch nicht tun. Noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Nicht bereit. Nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe nicht genug. Kann ich noch nicht tun. Hallo! Mögen eure Reisen sicher sein.
Ich bin geehrt. Seid vorsichtig. Das ist zu weit entfernt. Nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Ich habe kein Ziel, noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Fähigkeit ist noch nicht bereit. Energie. Ich habe nicht genug Energie. Ich muss hier noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun.
zu weit entfernt. Nicht bereit. Bin ich noch nicht tot. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Hat nicht genug Energie. Nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Hat nicht genug Energie. Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich bin außer Reichweite. Ich habe nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Ich hab nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich muss näher ran. Nicht bereit. So, diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich hab nicht bereit. Nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie.
Nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Ich hab nicht genug Energie. Nicht bereit. Nicht genug Energie. Ich hab nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich hab nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Ich hab nicht genug Energie. Ich brauche ein Ziel. Entfernt. Ich bin außer Reichweite. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Energie. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Ich muss näher ran. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Ich brauche ein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Fähigkeit ist noch nicht. Ich hab nicht genug Energie. Nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit.
Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht. Nicht genug Energie. Nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Das ist zu weit entfernt. Nicht bereit. Thank you.
Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Ich noch nicht tot. Ich habe nicht genug Energie. Ich muss näher ran. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Nicht bereit. Kann ich noch nicht. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun? Ich habe nicht genug Energie. Nicht bereit.
nicht bereit. Ich bin außer Reichweite. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das ist zu weit entfernt. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Nicht bereit. Ich muss näher ran. Energie. Ich brauche ein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Ist noch nicht bereit. Das ist zu weit entfernt. Noch nicht bereit. Ich muss näher ran. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe nicht. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Zu weit entfernt. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Kann ich nicht tun. Ich habe nicht genug Energie. Nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Ich bin außer Reichweite. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Energie. Nicht bereit. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht tun. Ich habe genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Ich bin außer Reichweite. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht bereit. Kann ich noch nicht tun.
Fähigkeit ist noch nicht bereit.